Ich begrüße euch zu diesem Vorstellungsvideo, wo ich euch mein altes Survival Kit zeigen will. Das Survival Kit habe ich schon sehr lange. Das habe ich mir in meiner Dienstzeit als Soldat zusammengestellt. Und das ist jetzt schon etwa 20 Jahre her, dass ich aus dem Dienst ausgeschieden bin. Das ist die Dose, wo die Notration von Piloten früher drin war. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich denke, das war in den 70er Jahren, wo diese Dosen für die Notration verwendet wurden. Das ist eine dreiteilige Aluminiumdose, innen ist eine Schale. Ich habe dieses rote Panzerband drum gemacht. Das kann ich in der Mitte draufkleben, dass die wasserdicht ist. Und ich habe mir die so zusammengestellt, wo ich vermutet habe, dass mir das eventuell mal nützlich ist, wenn man im Einsatz irgendwie in eine Notlage gerät und auf sich allein gestellt ist. Das hat sich dann immer ein bisschen verändert im Laufe der Jahre, aber im Großen und Ganzen war das früher schon etwa so. Jetzt auf Dauer werde ich das wahrscheinlich nicht weiter so in dieser Art vorhalten. Vor allem bin ich auch der Meinung, dass ein Survival-Kit für die meisten Menschen in dieser Art nicht nötig ist. Auch für mich ist es nicht mehr nötig. Ich zeige euch mal, was da drin ist. Ich habe da relativ viel reingepackt. Ich habe da auch Sachen aus anderen Survival-Kits reingepackt. Seht ihr diese Schale? Diese beiden Hälften, da steht sogar eine Jahreszahl drin, 1963. Von 1963 war diese Notration und NATO gestempelt. Das hier ist eine Rasierklinge mit dieser alten Hobelrasierer mit einem Griff dran. Die war mal in einem anderen Survival Kit drin, habe ich bei mir dann reingemacht. Verwenden kann man die natürlich für viel. Ein Streichholzbriefchen von der US Army. Das sind die Streichhölzer aus den MRE-Rationen. Die sind speziell für heiße Gebiete, für die Tropen vorgesehen gewesen. Streichhölzer gehören zu den Sachen, die ich da nicht mehr reintun würde, heutzutage, weil ich Streichhölzer für ziemlich schlecht finde. Jedes kleine Feuerzeug ist mehrfach besser. Diese Erkennungsmarke, da ist auf der Rückseite ein Foto von meiner Frau drauf. Auf die Idee bin ich gekommen, durch ein Buch vom Rüdiger Nehberg, der gesagt hat, in Survival Kit gehören Fotos von den Liebsten rein, um sich zu motivieren, weiter zu kämpfen, dass man überlebt. Und da muss man natürlich sagen, Rüdiger Nehberg war einfach der Fachmann und dann sollte man auf seinen Rat hören bei sowas. Ist ein sehr guter Kompass, ein Knopfkompass von Silber mit einer Befestigungsmöglichkeit. Den könnte man sich zum Beispiel ans Armband machen. Etwas Schnur, etwas Draht und etwas Faden. Hat natürlich unzählige Verwendungsmöglichkeiten. Ein bisschen Salz aus den EPAs, aus den EPA-Rationen. Wenn man zu arg schwitzt, dass der Körper ein bisschen Salze zurückbekommt. Das ist eine spezielle Salztablette von der spanischen Armee. Also so eine Mineralstofftablette. Ein IKEA-Bleistift. Diese Lampen, die waren früher mal was vom Besten, was man bekommen hat. Da ist hier etwas flauschend, etwas Klett drauf. Die hat mal zu einem anderen Survival-Kit gehört, wo die außen drauf geklettet war. Ich weiß gar nicht, ob sie noch tut. Ja, sie funktioniert noch. Ja, hat schon einen Wackelkontakt. Und hier war ein kleiner Schalter zum Festlegen. Ja, sie tut nicht mehr richtig gut. Die haben damals sogar zur Ausrüstung von Astronauten gehört. Heutzutage gibt es natürlich Besseres, aber damals war das das Beste, was man kriegen konnte.
Dieses kleine Messer habe ich von meinem Opa geschenkt bekommen in meiner Jugend. Das ist ein ganz einfaches kleines Einhandmesser. Es hat sich aber relativ bewährt für mich. Ob ich es heute noch da reintun würde, weiß ich nicht. Ich habe das auf jeden Fall in meiner Jugend sehr viel verwendet. Was ich rausgenommen habe, war das Kondom. Es wird immer gesagt, mit Kondomen könnte man Wasser sammeln, aber das funktioniert in der Praxis sehr schlecht. Ich habe das dann irgendwann mal ausprobiert, habe dann auch gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht und dann ist der rausgeflogen. Was genauso nicht funktioniert, ist Tampons zum Wundenversorgen einzusetzen. Wenn man die in eine Wunde reinsteckt, erzeugen die keinen Druck und man braucht diesen Druck, um die Blutung zu stoppen. Deswegen dieser Tampon ist hier drin zum Feuer machen. Wenn da ein Funke vom Feuerstahl drauf kommt, brennt die Watte. Aber zum Wundenversorgen, das ist ein Mythos, dass man die dafür verwenden kann. Diese Tabletten, da sage ich euch nicht, wofür die sind und was das ist. Vielleicht kann sich der ein oder andere denken. Ein paar Tabletten gegen Übelkeit, die würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr reinpacken. Eine sehr gute Notfallpfeife. Das müsste auch eine ACME sein. Das ist, glaube ich, eine englische Firma. Ace Me Tornado, die aus Metall müsste Thunder heißen, wenn mich nicht alles täuscht. Was mit dieser Schnur ganz wichtig ist. Wenn ich selber irgendwie in eine blöde Situation gekommen bin, nachts im Wald oder so, das allererste, was ich gemacht habe, war mir die entscheidende Ausrüstung, also vor allem eine Taschenlampe oder so eine Pfeife, an der Kleidung festzubinden. Wenn man die verliert im dunklen Wald, also gerade wenn man wirklich im Wald ist nachts, dann sieht man nichts mehr teilweise. Das ist was ganz anderes wie auf dem Feld. Das Gelbe hier, das ist ein Signalspiegel. Da viele nicht wissen, wie so ein Signalspiegel funktioniert, man guckt durch dieses Loch und dann peilt man über seine Hand, über diese Ecke, dann das Ziel an, was man haben will. Also wenn von da die Sonne kommt, dann spiegelt man das Licht hier auf die Hand. Und wenn man durch das Licht guckt, weiß man, dass wenn der Lichtschein über die Hand auf das Ziel geht, zum Beispiel ein Rettungshubschrauber, dann sieht er den Lichtreflex. Und so funktionieren diese Spiegel. Ist natürlich eine Ergänzung zur Pfeife. Man kann ja in so ein kleines Survival-Kit, kann man ja keine Leuchtraketen reinpacken. Das sind ein paar Wasserentkalkungstabletten, auch aus dem Bundeswehr-EPA. Die sind relativ aggressiv mit Chlor. Die sind aggressiver wie Mikropur. Aber das macht dann natürlich auch Sinn, wenn man wirklich darauf angewiesen ist. Ja, Sicherheitsnadeln. Ich habe sie noch nie gebraucht, Sicherheitsnadeln. Fast nicht. Wahrscheinlich schon irgendwann mal. Aber sie nehmen kaum Platz weg. Wahrscheinlich sind sie da gar nicht schlecht aufgehoben. Diese Knicklichter. Kann man sich darüber streiten, ob man sie braucht oder nicht. Ich habe es einfach mal reingetan. Man muss halt bei den Knicklichtern immer wissen und beachten, dass ein großer Teil davon nicht funktioniert. Ich schätze mal, jedes dritte oder jedes vierte von diesen Knicklichtern wird überhaupt nicht funktionieren. Dieser Alufolie sind Esbit-Würfel drin, ein paar. Hauptsächlich zum Feuer machen, unter schlechten Bedingungen. Und ich merke gerade, der Feuerstahl fehlt. Ich hatte hier einen kleinen Feuerstahl drin. Der war etwa so groß. Die Feuerstähle haben aber die Eigenschaft, die zersetzen sich im Lauf der Jahre. Also nach 10 Jahren haben die richtige Löcher und dieser Staub fliegt überall rum. Den habe ich rausgetan. Wie gesagt, das war auch die letzten Jahre praktisch nicht in Verwendung. Eine Skalpellklinge kann man immer brauchen. Eine Spitze. Ich glaube, früher hatte ich auch einen Skalpellklingenhalter drin. Das weiß ich nicht mehr genau. Ein paar Goldmünzen. Das hatte ja, dieses Survival-Kit hatte hauptsächlich einen militärischen Hintergrund. Und wenn man dann in irgendeinem nicht so freundlichen Land in eine Notsituation gerät,
Da kann einen das natürlich schnell mal retten. Also das kommt in den James Bond-Filmen nicht ohne Grund vor, dass er Goldmünzen dabei hat in den alten, sondern das kann natürlich wirklich schnell entscheidend werden. Das ist ein Haufen wert, so ein paar Münzen. Und da kann man vielleicht einen Bauern bestechen, dass er einen versteckt. Das hatte ich auf dem Blog thematisiert, erst die Tage. Ich hatte hier schon länger eine Speicherkarte drin mit allen wichtigen Dingen. Also alle wichtigen Dokumente, alle wichtigen Familienfotos. Das hat natürlich keinen militärischen Sinn, sondern eher einen zivilen. Fotos von Ausweisen, Geburtsurkunden, Familienbuch, Abschlusszeugnissen und die wichtigen Familienfotos, weil auch die Familienfotos will man ja im Kriegsfall oder was, die will man nicht verlieren. Selbst 1945, da, als die Leute flüchten mussten und ihre Heimat verlassen mussten, haben die die Fotoalben mitgenommen. Jedenfalls war diese Speicherkarte kaputt. Nach vielleicht 6 Jahren, die sie da drin war, waren die Dateien beschädigt. Ich weiß nicht warum. Hier ist jetzt eine Micro-SD-Karte mit einem Adapter in einer Hülle, das gegen Druck geschützt ist, mit Alufolie mehrfach umwickelt, das gegen EMP geschützt ist und in der Druckverschlusstüte, dass es wasserdicht ist. Wenn ich mir ein neues Survival-Kit zusammenstelle, wird das was vom Wichtigsten sein, was drin ist. Und diese Dateien auf dem Speicherstick, auf der SD-Karte, die werde ich auch mehrfach anlegen und dann an mehreren Orten platzieren. Etwas Pflaster, ist auch schon mitgenommen, etwas und dreckig. Wie gesagt, liegt da schon Jahre drin rum. Und ein bisschen Bargeld, nicht viel. Das Bargeld ist so ein bisschen, da muss man einen Kompromiss finden. Ich sag mal, da sollte eigentlich mindestens sollten da 1000 Euro drin liegen. Man kann aber keinen 1000-Euro-Schein da reinlegen, weil vielleicht braucht man ja mehrfach Geld und in einer Notsituation wird einem niemand das Geld wechseln. Auf der anderen Seite, 1000 Euro und 50-Euro-Scheine würden da gar nicht mehr reinpassen. Deswegen liegt da nur dieser eine Schein drin. Das ist etwas Panzerband, eine Nadel. Sollten eigentlich mehrere Nadeln rein. Da liegt noch eine kleine. Ja, zwei ist in Ordnung. Und ein Desinfektionstuch. Dieses Desinfektionstuch, das hatte ich auch mit der Idee, es als Wundauflage zu verwenden, da reingelegt. Weil eine normale Kompresse aus dem Verband kann man da nicht reintun. Die nimmt dann auch zu viel Platz weg. Ja, das war der ganze Inhalt davon. Ich zeige euch jetzt das, wie ich mir ein Survival-Kit heutzutage eher vorstelle, wo ich kein Soldat mehr bin. Das ist mein Gedankenexperiment für mein Urban Survival-Kit. Ich war da schon etwas aktiv, habe da schon ein bisschen dran gebastelt. Die Schuhe, man hat im Ukraine-Krieg gesehen, dass was vom Ersten, was die russischen Soldaten erbeutet haben, Schuhe sind, Kampfstiefel. Die haben die den Ukrainern weggenommen, weil die ukrainischen Stiefel viel besser waren. Und deswegen sollten das wirklich ausgelatschte Schuhe sein. Jetzt natürlich nicht unbedingt so ausgelatscht, komplett ohne Profil. Aber vom Profil abgesehen sind die Schuhe einwandfrei und funktionieren. Jetzt zeige ich euch meine dreckigen Schuhe von innen, meine alten. Unter der Sohle, die habe ich abgetrennt, ausgefräst. Da ist ein Lockpick-Set drin. Hinten. Mal schauen, ob man es erkennen kann. Da ist ein Loch. Da habe ich einen Streifen mit 1-Cent-Münzen auf dem Klebeband reingeschoben. Das sind 6 Stück, die ich da zur Probe drin habe. Und wo ich sehen will, ob man da drin auch Goldmünzen verstecken kann. Und so ein Schuh bietet unzählige Versteckmöglichkeiten. Mal die Lampe weg. Hier ist auch eine kleine Schnur mit einem Handschellenschlüssel. Und so probiere ich jetzt gerade aus, was man mit diesen Schuhen alles machen kann. Das Lockpick-Set besteht aus solchen kleinen Lockpicks. Die waren in so einem Scheckkartenset drin. Und es sind drei von diesen kleinen Picks und
ein Spanner drin. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, dass das auch wirklich funktioniert mit diesen kleinen Lockpicks. Man muss aber dazu bedenken, dass diese Übungsschlösser wesentlich einfacher zu öffnen sind als richtige Haustürschlösser. Richtige Haustürschlösser sind immer ein bisschen einfacher, ein bisschen schwerer als diese Übungsschlösser. Das ist schon offen hier. Auf der anderen Seite ist ein etwas anders aufgebauter Schließzylinder. Schauen, wie schnell ich den vor der Kamera aufbekomme. Und die Idee hinter diesem Survival Kit in den Schuhen ist natürlich, dass man damit aus Gefangenschaft entkommen kann, aus Geiselhaft. Jetzt ist er offen. Derartige Gedanken machen sich jetzt ja viele, wo der Krieg angefangen hat. Ja, genau, das war die Vorstellung von meinem Survival Kit. Ich hoffe, der ein oder andere konnte was dabei lernen, hat neue Ideen mit sich mitgenommen. Das, wie gesagt, das Allerwichtigste ist für mich jetzt diese Speicherkarte. Davon werde ich mir noch weitere Kopien machen und die dann bei Verwandten verteilen, weil Gott bewahre, sollte mal das Haus abbrennen oder so, dann hat man da alle wichtigen Unterlagen noch drauf. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video.